Also, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind zwei Podcast-hungrige Menschen aus dem Hamburger Umfeld, aus dem Hamburger Party-Umfeld. Mein Name ist Hauke Horreis. Gegenüber sitzt mir digital Daniel Hödmann aus der Asterstube. Wir begrüßen euch zur ersten Folge Astra Colada. Genau, wunderbar. Die erste Folge Astra Colada. Daniel, wie kommen wir darauf, einen Podcast zu machen? Ich glaube, vor allen Dingen aus Langeweile, weil wir sind ja zwei kulturschaffende Menschen. Und da ja bekanntlicherweise alle Clubs jetzt zu sind, haben wir mit Kultur gerade nicht so viel am Hut. Dementsprechend langweilen wir uns, glaube ich, gerade sehr zu Hause. Also ich langweile mich gerade sehr zu Hause. Und da habe ich dich, lieber Hauke, gefragt, ob du nicht Bock hättest, sowas mit mir zu machen. Genau, du hast mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit dir einen Podcast zu machen, wo du anfangen kannst, über alles rumzuhaten, was nicht bei sieben auf den Bäumen ist. Und da habe ich erstmal Ja gesagt, weil auch mir fällt gerade so ein bisschen die Decke auf dem Kopf. Ich kann zum Glück noch aus meinem Haus in unseren Club gehen, und zwar in die Hebebühne in Hamburg. Das ist auch ein kleiner, schöner Live-Club, so wie halt auch die Astra-Stube ein kleiner Live-Club ist, genau. Wo ich halt ganz ungestört bin, aber auch Social Distance wahren kann. Aber ansonsten ist erstmal Ruhe im Karton seit letzten Freitag. Genau, seit letztem Freitag. Wie ihr wisst, ist ja gerade die momentane Situation, dass Covid-19 rumgeht, wir einen noch nicht kompletten Shutdown haben, aber seit letzten Freitag eigentlich offiziell ist, dass alle Clubs der Stadt dicht haben. Und wir haben ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, okay, wir können jetzt nicht nur über alles haten, was geht. Wir können damit anfangen, aber irgendwie muss da auch eine Plattform sein oder irgendein gewisses Thema. Und ich glaube, das ist das Thema, was uns am meisten gerade mit beschäftigt ist, Existenzangst, kann man das so sagen? Existenzangst? Absolut, Existenzängste, klar. Wahrscheinlich hat jeder von euch in irgendeiner Form Angst, gerade etwas zu verlieren, sei es ein geliebter Mensch oder sei es halt der Job oder sei es halt wie viele Clubbesitzer in Hamburg und generell auf der ganzen Welt, Festivaltreibende, Festivalveranstalter, die gerade überlegen, ey, scheiße, was soll ich eigentlich dieses Jahr machen? Wie geht's eigentlich dir? Also fangen wir doch erstmal an. Wann hast du Covid-19 das erste Mal wirklich ernst genommen? Das erste Mal, also wirklich ernst genommen war, ich war ja vor zwei Wochen noch auf Tour mit einer Produktion, die Boss Bitch heißt. Das ist die Krasnitsch, ne? Das ist diese YouTuberin. Genau, oder? Genau, das ist diese YouTuberin. Und da haben wir in München gespielt, oder sollten in München spielen. Und da haben wir vom Gesundheitsamt gesagt bekommen, dass das Konzert eigentlich ausfallen sollte oder abgesagt werden soll, weil wir über 800 Tickets verkauft haben, also über 800 Leute in diesem Laden waren. Und dann ist unser Produktionsleiter noch auf die großartige Idee gekommen, ach komm, das splitten wir einfach. Machen wir einfach zwei Shows, einmal mit 400 oder nochmal mit 400 Leuten. Die erste Show konnten wir durchziehen, haben wir noch wirklich dann gemacht mit 400 Leuten. Und bei der zweiten Show stand dann draußen das Ordnungsamt und die Polizei und hat uns dann den Laden dicht gemacht und hat gesagt, dass das so auch nicht geht. Und da haben wir, glaube ich, alle zum ersten Mal gemerkt, okay, wenn jetzt die Polizei draußen steht und das Gesundheitsamt, dann muss das Ganze schon doch ein bisschen ernster sein, als wir das alle zu dem Zeitpunkt wahrgenommen haben. Wir haben auf der Tour natürlich schon irgendwie gemerkt, dass da irgendwas passiert. Und wir haben auch in Köln gespielt, also in Nordrhein-Westfalen. Und da waren die Hygienevorschriften auch total krass. Da waren überall Desinfektionsmittel für die Hände und die ganzen Gäste konnten sich desinfizieren. Und da waren wir schon so, okay, krass, was passiert hier gerade? Aber so wirklich wahrgenommen hat man das in dieser Tourblase, in der wir waren, haben wir das, glaube ich, gar nicht so richtig. Und auch nicht ernst genommen. Ernst genommen schon, also man hat das im Kopf gehabt, man hat auch viel gelesen und viele Videos gesehen und so, ich glaube, das hat das nicht so betroffen. Also wir haben einfach gedacht, nee, wir ziehen das jetzt durch und wenn die uns das jetzt eben das nächste Konzert absagen, dann ist das halt so. Aber ab München war es dann wirklich so, okay, das ist hier anscheinend doch eine ganz schön krasse, ernste Nummer und das wird für uns alle ganz schön hart werden. Also München war so das Ding für uns, wo wir alle gesagt haben, okay, das passiert jetzt gerade. Wann ist denn der Zeitpunkt gekommen, als du gedacht hast, okay, ich bin jetzt gerade auf Tour,
aber zu Hause ist dein Laden. Fuck. Das hat ja auch was mit meinem Laden zu tun. Das war tatsächlich ein bisschen eher, weil uns Konzerte abgesagt worden sind, schon im Vorfeld. Also die Bands haben gesagt, so, ey, wir würden halt gerne nicht bei euch spielen, weil da passiert halt gerade was. Wir möchten uns nicht anstecken oder wir möchten nicht die Anstecker sein, die halt vor 60, 70 Leuten spielen. Und da habe ich noch gedacht, okay, krass, es ist von der Stadt Hamburg noch nichts gesagt worden, dass irgendwas zumachen muss oder irgendetwas. Und die Bands sagen schon ab. Da habe ich noch gedacht, okay, mal gucken, wie das weitergeht. Und dann war es dann auch wirklich dann ich weiß gar nicht, was München für ein Datum war, aber ab München haben wir vom Club dann auch einfach selber gesagt, wir sagen alle Konzerte ab. Okay. Warum von euch selbst und warum nicht erst per gerichtlichen Beschluss, warum nicht erst per Ordnungsamt, so wie es halt in München bei euch gewesen ist? Weil das in Hamburg einfach viel zu spät gekommen ist. Ganz einfach. Also die ganzen Clubs haben sich ja zusammengesetzt, ob es das Molotow war, das Übel und Gefährlich. Man war mit allen so in Kontakt per Mail oder per WhatsApp und man hat gefragt, ey, was macht ihr? Lasst ihr den Laden auf? Lasst ihr den Laden nicht auf? Wie wollt ihr das machen? Und alle waren eigentlich der Meinung, nee, wir müssen zumachen, weil wir wollen halt nicht, dass die Leute sich wirklich anstecken. Aber gleichzeitig halt auch die Existenzängste, wenn wir jetzt selbstständig zumachen, kriegen wir von der Stadt, vom Staat, von irgendjemandem überhaupt irgendwie Geld ausfallmäßig was für unseren Club. Und das wusste halt keiner. Und darum haben wir, glaube ich, den Freitag tatsächlich, haben alle noch Konzerte gemacht oder halt eine Party. Und den Samstag war es aber schon so, dass alle selbstständig zugemacht haben. Also auch wir, also auch die Astra-Stube. Dass wir gesagt haben, wir können den hygienischen Standard, den das Gesundheitsamt haben möchte, können wir gar nicht aufrechterhalten. Das funktioniert gar nicht. Den könnt ihr nie aufrechterhalten. Das ist vollkommen richtig, den können wir nie aufrechterhalten. Aber da ging das halt gar nicht. Und ich weiß noch, dass ich Freitag in München im Hotel gesessen habe und mit Fanny aus Molotow telefoniert habe und mit Jana aus dem Übel, was die gerade machen und was die machen wollen. Und alle Clubs haben versucht, das Gesundheitsamt anzurufen, weil die einzige Instanz, die unsere Läden hätte dicht machen können, weil wir die hygienischen Standards nicht herbeiführen können, war tatsächlich das Gesundheitsamt. Aber das Gesundheitsamt macht natürlich auf dem Freitag halt auch mal schön um 12 Uhr den Laden zu. Das bedeutet, dass man halt niemanden erreicht hat. Das ist kein Scherz, also wirklich. Die eine Telefonnummer, die im Internet steht, ich glaube, es war sogar Gesundheitsamt Altona Süd, die Telefonnummer gab es gar nicht, was ich auch sehr witzig fand. Da war dann wirklich kein Anruf unter dieser Nummer und wir haben uns alle total verarscht gefühlt. Ja, erst ab Weil wir Montag einfach wahrscheinlich, bis sie den. ja, und, ne, also keine Ahnung, das war alles sehr absurd. Die Und mussten erst den darum haben wir. Internetschluss einrichten am Montag. Und darum haben wir halt gesagt, okay, wenn die uns nicht helfen, dann müssen wir jetzt selber zumachen. Und wir müssen jetzt selber für uns sagen, wir machen jetzt zu, obwohl das einfach auch gar nicht die Aufgabe von uns Clubs ist. Muss man auch einfach mal ganz, ganz klar sagen. Also das ist nicht unsere Aufgabe, die Clubs zu schließen. Ja, das ist die Aufgabe von der Stadt Hamburg gewesen. Was ja dann später gekommen ist. Aber zu spät auf jeden Fall. Was aber auf der anderen Seite natürlich wieder total in Ordnung gewesen ist, dass ihr es halt gemacht habt, um Absolut, eigentlich total. das, was jetzt gerade ist, dieser absolute Shutdown, fängt ja halt auch damit an. Wenn man halt bedenkt, wie viele Leute sich halt beim Raven in Berlin sich noch was zugezogen haben, Genau. noch an diesem Wochenende oder generell jetzt auch noch am letzten Wochenende, wo halt auch alle Bars eigentlich geschlossen haben, hätten haben müssen. Ja. Aber trotzdem halt, dass Joko halt immer noch eine Abschiedsparty, eine Corona-Abschiedsparty gemacht haben, wo im Nachhinein halt auch wieder auch zwei Menschen gewesen sind, die halt positiv getestet worden sind. Ja, aber wie sackdumm ist das Joko denn? Jetzt mal ganz ehrlich, alle Clubs machen dicht und das Joko denkt sich, ey, yo, ist uns scheißegal, wir machen nochmal eine Corona-Party. Das ist halt total dumm. Weil du es nicht ernst nimmst. Ich meine, das ist die Frage, ne? Wann kommt eigentlich der Punkt, dass du es ernst nimmt und siehst, was für ein Ausmaß das hat. Was bedeutet das eigentlich was bedeutet eigentlich Pandemie? Was bedeutet das eigentlich für mich? Ja. Also, ich meine, wir reden jetzt miteinander und ich bin seit einer Woche auch zu Hause und musste das auch erstmal realisieren, bevor ich überhaupt irgendetwas wieder machen konnte für mich selbst, was jetzt eigentlich gerade abgeht und was heißt dieses Social Distance für mich heißt, was es auch für den Club heißt. Also wir selber haben am Freitag an dem Besagten halt auch noch das letzte Live-Konzert gemacht und hatten hier Silas aus Berlin, absolut aggressiver Hip-Hop. Für Fans der guten Hip-Hop-Kultur, die genau aus Pinneberg mit ihrem Apropos Pinneberg, da ist im Übrigen in Hamburg die höchste Corona-Rate, ne?
Was? Wieso ist Ja, die in höchste Pinneberg. Corona-Rate in Pinneberg? Ja, die ist in Pinneberg. Ich meine, Kettger haben es ja schon gesagt, ne? Jetzt, wo die Pinneberger weg sind. Aber in Pinneberg ist tatsächlich die höchste Corona-Rate. Habe ich heute noch bei Hamburg 1, habe ich es noch gesehen. Fand ich sehr witzig. Toll, und ich hatte 70 Pinneberger bei mir im Laden, die Ja. alle halt zu Silas abgegangen sind. Oh moin, Dann das würde war ich ein richtig geiles Konzert und geil, dass der Silas noch kommt. Und die Bilde zu Trotz versch. Corona. Trotz Corona war er da. Hat er Trotz kein Corona. Problem mit gehabt. Richtig geil aufgepumpt, ne? Ja, Voll aber das geil. sind dann halt auch so, ich Warte mal, glaube ja. irgend so ein Pinneberger hat dann auch noch gesagt, das sind halt, ne, Silas und Shadow waren das halt da, das waren Ja, halt ich kenne die, ja. Silas und Shadow und man, wenn man halt ein Tourplakat von denen sieht, dann denkt man schon, dass man wie gleich auf so einen Mixed Martial Arts Kampf geht, weil die halt alle so dermaßen aufgepumpt sind. Und irgendjemand meinte, du, mit wem hat der Silas eigentlich gerade Beef? Oder meinte sein anderer Kollege, ja, mit dem Alkohol. Die haben da ihre Show gemacht. Und aber wir haben halt schon gemerkt, ne, es war eigentlich im Prinzip ausverkauft und es waren Ja. da 50 Gäste. Ja, krass. 50 Gäste waren da und 20 Leute der Entourage von Silas und Shadow. Ja, super, ganz Die waren groß. aber Und alle halt lieb. die. Ich hab mich mega gefreut, dass sie alle so lieb gewesen sind, weil die haben Ja. schon teilweise, glaube ich, auch gemerkt, dass halt die Stimmung, die halt da geherrscht hat, war dieses, oh, keiner weiß eigentlich etwas, was geht da eigentlich gerade ab? So, was ist um uns halt irgendwie gerade herum? Und dann haben wir, das war unser letztes Konzert und dann haben wir halt auch dicht gemacht im Sinne von, oh, Kacke, jetzt haben wir halt, ne, also im Gegensatz zu euch, die halt ja schon etablierter sind in der Ja. Kleinclub-Musikszene sind wir Das ja ist eine gerade schöne erst Sache. 3 Jahre, sind wir erst gerade 3 Jahre da und sind halt dieses Jahr das erste Mal angekommen und haben halt gute Bookings, die uns eigentlich zur schwarzen Null hätten führen sollen. Ja. Aber auch wir stehen halt gerade vor diesem großen Fragezeichen, wie geht's eigentlich weiter? Ja, das ist bei euch ist ja halt auch noch das Ding, das ist in der Astra-Stube ja nicht so. Wir sind ein Verein. Und die ganzen Leute bei uns arbeiten selbstverständlich aus Lust und Dollerei bei uns, weil die einfach Bock haben. Aber so wie ihr, die Hebebühne oder das Molotow oder das Übel Gefährlich, ich meine, da werden die vergessen, die haben ja halt auch alle Festangestellte. Oder auf 450-Euro-Basis oder irgendwas. Und diese ganzen Leute stehen jetzt gerade irgendwie erstmal mit nichts da, weil natürlich auch kein Club irgendwelche Rücklagen hat, auf die er zurückgreifen kann, dass er sagen kann, nur no, das ziehen wir mal 5 Monate durch, hab überhaupt gar kein Problem, können wir alles bezahlen. Nee, kann man halt nicht. Das funktioniert halt irgendwo nicht so richtig. Und da haben wir in der Astra-Stube noch das Glück, dass wir, ich sag mal, nur unsere Miete und unsere Nebenkosten und vielleicht so ein paar Honorare bezahlen müssen. So, aber andere Clubs haben es da wesentlich, wesentlich, wesentlich schwieriger. Tja. Das ist alles halt nicht so einfach. So, ne? Das ist genauso wie man sitzt jetzt zu Hause rum und weiß nicht so richtig, was mit sich anzufangen. Ich habe heute Morgen tatsächlich gejoggt. Also ich war joggen. Du hast dich selber sportlich in Ich eine habe mich selber Aktivität sportlich gesetzt, betätigt. Ja, weil ganz ich von auch mit. alleine. Ganz von alleine. Und ich bin einmal so, ich wohne hier in Barmbek und bin einmal so in den Osterbeek-Kanal hochgelaufen und einmal wieder zurück. Und wo ich zurück war, habe ich gedacht, ach komm, machst du noch mal eine Runde. Und auf der Hälfte musste ich mich hinsetzen auf einer Bank und musste mich fast übergeben, weil es dann halt doch zu viel war und mein alter Körper es einfach nicht mehr konnte. Ich mache jetzt jeden Tag Sport. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Leute, die halt in Zeiten von Corona abnehmen, anstatt sie zunehmen. Ich Aber komme jetzt jeden was Tag machst du denn für einen dazu. Sport? Das klingt ein bisschen komisch, aber ich mache Power-Yoga. Ja, das klingt sehr komisch. Alter, ich gehe halt stramm, ich geh halt stramm auf die 40 zu. Und muss da halt für sorgen, dass jeder einzelne Muskel meines Körpers durchgestretcht wird. Ich könnte es natürlich auch machen wie Silas und Shadow, Ja, weil auch genau. dieser Shadow, der sieht halt auch aus wie He-Man. Der hat einen Körper wie He-Man. Hat sich dann halt auch ausgezogen und da stand ich ja halt schon vor, echt so, wow, der sieht aus wie aus dem Katalog. Aber ich weiß nicht, ob ich dazu komme, weil ich auch leider jetzt die Angewohnheiten habe, dass ich jetzt jeden Abend ganz gemütlich ein leckeres Pils trinke zum Beispiel oder einen Wein oder gestern halt auch einen Gin Tonic. Ja, bei Alkohol bin ich ja tatsächlich so zu Hause halt echt raus, so. Da bin ich ja eher so der Langweiler. Ja, weil die Clubs Aber halt fehlen.
Ja, Das ist ja genau, das, weil was. die Clubs halt fehlen. So, zu Hause trinken ist für mich halt total langweilig. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn. So, wir haben am Wochenende, gab es ja auch total viele Streams. Alle möglichen Künstler haben ja irgendwie von ihrem Sofa aus gestreamt. Ich habe mir Matze Rossi angeguckt zum Beispiel, was sehr schön war. Das war auch cool, aber da fehlt halt was. Ne? Also da fehlen halt Menschen um dich rum und der Gestank von Bier und von Zigaretten und so, das ist alles irgendwie nicht das Gleiche. Ich kann, also ich habe es auch mitbekommen und wir haben ja frühzeitig auch überlebt, diese Konzerte halt mitzumachen, wir als Band. Ja. Aber es ist halt vollkommen klar, man kann Live-Kultur, ein Live-Kulturerlebnis nicht über einen Stream wiedergeben. Nee, auf keinen Fall. Das wird nicht funktionieren. Und da ist ja auch gerade dieser Knackpunkt, dass wenn wir das jetzt durchgestanden haben, und wir merken ja, dass es denn nicht in 6 Wochen durch ist, das Thema, sondern das wird etwas sein, mit dem wir uns über Monate beschäftigen müssen. Das wird so sein. Was passiert danach? Und ich glaube, das ist ja diese große Frage, die halt auch bei dir das Fragezeichen Ja, absolut. auf den Kopf stellt und bei uns halt auch für alle Kulturschaffenden, ob es jetzt Musiker oder auch Theatermenschen sind, was passiert danach? Wo greifen wir halt wieder an? Und wenn da halt nichts mehr ist, wie ein Molotow oder eine Astra-Stube oder eine Hebebühne oder das Übel und Gefährlich, dann haben keine Künstler, dann haben die Künstler keine Plattform mehr, um zu spielen. Und wenn dann die Künstler keine Plattform mehr haben zu spielen, dann gibt es halt keine Konzerte. Ja, So, genau das ist und es halt. das ist dieses große Fragezeichen. Und die Frage ist halt einfach, aber wahrscheinlich auch für euch, ihr habt, wie ich gesehen habe, macht ihr mehrere, ihr sammelt Spenden. Oder sammelt ihr Spenden oder sammelt das Clubkombinat Spenden? Also gefühlt sammeln alle gerade Spenden. Aber das Clubkombinat sammelt halt Spenden für alle Clubs. Also während das Clubkombinat spendet, unterstützt alle Clubs in Hamburg, die das Clubkombinat innebehalten. Und ich finde, das ist der richtige Weg, das zu tun. Natürlich kann man auch einzeln spenden. Fürs Molotow kannst du einzeln spenden. Fürs Übel und Gefährlich, für uns natürlich auch. Haben auch schon genug gemacht. Aber die richtige Lösung finde ich einfach, dass man den Spendenaufruf vom Clubkombinat, dass man den nimmt und dass man dort auch spendet, weil dort kommt das Geld definitiv dann auch allen Clubs zugute. Es gibt da so einen Könntest du den, Verteilungsschlüssel und so. achso, sorry, könntest du den Hörern, die vielleicht nicht wissen, was das Clubkombinat ist, erklären, was das Clubkombinat ist? Ja, das Clubkombinat ist ein Zusammenschluss von allen Clubs hier in Hamburg, die sich dort eingefunden haben. Und das Clubkombinat vertritt unsere Interessen. Also wenn wir Probleme mit der GEMA haben, zum Beispiel, einfach nur mal als Beispiel, dann kann man beim Clubkombinat anrufen. Da sitzen dann so tolle Menschen wie Tore Debor oder Janni Nickel. Und die helfen dir bei solchen Problemen, wie man mit der GEMA umgeht oder wenn man einen Finanzberater sucht. Oh Gott, eigentlich alles. Also alles rund um die Clubs hilft dir das Clubkombinat. Und die haben sich jetzt gerade halt, wie gesagt, mit allen Menschen, mit der Stadt Hamburg und mit allen möglichen Leuten zusammengesetzt, damit es ein Rettungspaket gibt für die Clubs, damit die Clubs, wie du es auch gerade gesagt hast, halt da sind, wenn der ganze Quatsch hier vorbei ist. Und wir wissen ja nicht, wann der ganze Quatsch hier vorbei ist. Genau, wir können nur schätzen oder wir können den weisen Worten von Christian Drosten hören, was ich sehr empfehlen kann. Hörst du den NDR Kultur Corona Das ist Update Podcast mit Christian der Drosten? Virologe, ne? Das ist der Virologe, ja. Der ist sehr, sehr gut. Der kommt im Übrigen aus dem Emsland, wo ich auch herkomme. Das ist also ein Oh, sehr. man kennt sich, der muss auch ungefähr in deinem Alter sein. Vielleicht hast du ihn damals irgendwie gehänselt oder verprügelt, weil der so hart auf Ich glaube, der Bio. ist wesentlich älter als ich. Ich glaube, der ist Nö, so wesentlich alt älter ist. als ich. Sag mir jetzt nicht, der ist irgendwie 45 oder so. Vom Look her hätte ich den jetzt so auf 42, 43 geschätzt. Der sieht ein bisschen Okay, sag jünger mal. aus als du. Bist du da eigentlich irgendwie am Chips naschen oder so? Nee, das hört sich nur so an. Ich kau gerade am Fingernägel. Das raschelt nämlich so und ich denke, du hast da irgendwo heimlich eine Chipstüte von DXC Nee, ich und du trinke nur verleibst Astra. das immer so heimlich ein oder so. Ja. Aber das Du ist. trinkst nur Astra. Weil, ja, genau. Das ist halt. Für jeden, der es halt noch nicht hört, weil er wettet, das ist natürlich gerade mega gehypt und weil alle wissen, oh, man braucht sich in den Zeiten von Fake News und
sie rattern nur so durch. Ne? Man merkt es auf Facebook. Mega. Es wird halt hinterfragt, es wird angeklagt. Jeder sieht halt nur gerade, oh, aber bei mir, ja, aber bei mir. Aber ist das vielleicht irgendetwas von der Regierung? Ich habe halt schon die größten Sachen gelesen, wie Greta Thunberg hat den Coronavirus verbreitet. Ja, mega gut, oder? Die Amerikaner haben den Coronavirus bei den Chinesen und bei den Iranern verbreitet, weil es die größten Feinde sind. Also wo man einfach nur sagt, so, ey, jetzt stell dir einfach mal vor, es ist wirklich nur zufällig alles gerade passiert und es gibt da keine Verschwörung hinter. Ja, es ist ja auch so, man soll ja auch alle 15 Minuten was trinken, weißt du? Mal alle 15 Minuten was trinken und schön, schön alles runterschlucken, genau so, weil dadurch schluckst du die Viren nämlich in deinen Magen. Und die Magensäure tötet dann sozusagen das Virus. Das ist doch super, oder? Das ist doch mega. Kommt das von Beatrice von Storch, die gesagt hat, dass die Sonne dafür zuständig ist, dass es auf der Erde den Klimawandel gibt, weil die Sonne sich entscheidet, mal ist sie heißer und mal ist sie kälter? Ich glaube ja. Das klingt halt so. Das ist das Schöne daran, ne? Dass den ganzen Hetzern gerade und den ganzen rechten Populisten die Munition ausgeht und gar nicht wissen, was sie eigentlich tun sollen, weil die haben nichts eine Antwort haben. Ja, die müssen bald alle schön Spargelstechen gehen. So sieht es nämlich aus. So, ne? Da können sie nämlich nicht mehr sagen, hier, die nehmen uns hier die Arbeitsplätze weg, es ist keiner da. Los, liebe AfD-Fraktion, mal schön ran und rauf auf die Spargelfelder und dann mal schön Spargelstechen, weil ich möchte bald meinen Spargel essen. Ja, und auf einmal kommt so ein Mensch wie Frau Merkel, die hat einfach eine wahnsinnig gute Rede geleistet, muss ich sagen. Finde ich auch, gesehen? Absolut. Ja. Absolut, auch positiv. Total. Im Sinne, dass sie halt eine andere Energie weitergibt als die restlichen Staaten, die von wegen, wir haben einen neuen Feind und der Krieg ist ausgebrochen. Und finde ich gerade, dass die Bundesregierung in all ihrer Form es sehr sachlich, besonnen und professionell angeht. Absolut. Also ich fand ihre Rede auch sehr gut. Ich fand auch dieses ganze Wir-Ding sehr gut, dass sie immer wieder darauf also betont hat, wir müssen das machen, wir zusammen. Fand ich total gut. Also da war ich zum ersten Mal ein bisschen begeistert, muss ich sagen. Tja, aber nichtsdestotrotz. Also wir hier in diesem Podcast wollen gucken, dass wir regelmäßig senden, wollen schauen, dass wir Gäste bekommen, genau. Und euch im besten Falle mit noch einem kleinen Schwank unterhalten aus der Clubszene. Und da gibt es viele. Und da gibt es richtig viele. Es gibt sehr viele Schwänke. Wir haben zum Beispiel in der Astra-Stube das analoge Twitter-Gewitter. So, und da haben unsere Tresenleute und unsere Durchführer, unsere Techniker haben da immer bei jedem Konzert oder bei der Party was Spezielles reingeschrieben. So, das kriege ich jetzt nächste Woche. Da können wir immer schön draus vorlesen. Da sind sehr großartige Anekdoten drin. Das kann ich dir jetzt schon mal versprechen. Ah, das meinst du. Jetzt habe ich das verstanden. Also ein internes Buch, in dem gelästert wird über zum Beispiel Künstler oder Sachen, genau, die halt gerade in der Astra-Stube passieren. Und da kannst du daraus vorlesen. Das ist eine wundervolle Rubrik. Das ist mega, oder? Und ich habe noch eine Rubrik. Und zwar könnten wir... ich habe so einen kleinen Jungen, der heißt Fiete, der stellt immer gerne Fragen und mir immer explizite Fragen. Und den könnte ich wieder anhauen, weil der schon mal bei einem anderen Podcast öfters gerne... Ach, der Fiete! Genau, der Fiete. Ja. Einfache Fragen eines Kindes gestellt hat, genau, die wir dann, beziehungsweise vielleicht, wenn wir einen Gast haben, beantworten können. Dass wir nochmal... Ja, siehste. Und wir machen noch eine Playlist. Komm, wir machen... Und wir machen noch eine Playlist. Und wir machen noch eine schöne Playlist für... Genau. Und zwar... Komm, wir machen mal ganz schnell, ne? Das ist der erste Podcast hier, da können wir halt auch ein bisschen unprofessionell irgendwie alles so hintereinander abliefern. Mein erster Gedanke heute war David Bowie Heroes. Ja, finde ich gut. Finde ich auch gut. Ja, finde ich gut. Aber willst du nicht lieber die Motorhead-Version nehmen? Nee. Ich will das Original haben. Das Original. Okay, du willst das Original haben. Weil, alles klar. Weil nicht direkt zur nächsten Überleitung, gleich kannst du sagen, weil da drauf bitte heiß, kalt mit Tapas und Mello. Oh, das ist auch sehr gut, das passt. Ja, das genau, ist schön. Weil weil nämlich heiß, kalt sich wahrscheinlich von diesem Song haben inspirieren lassen. Ja, das könnte sein, ja. Doch. Gib deinen nächsten Song. Ich will auf jeden Fall die Jungs von Leitkegel hören mit Stock ins Feuer. Wer ist das Leitkegel? Leitkegel ist eine super geile Hardcore-Punkrock-Band, die schon mehrmals bei uns in Astra-Stube gespielt haben. Das sind super Leute, die haben uns gerade erst Geld gespendet, was sie bei Bandcamp eingenommen haben. Bandcamp hat ja alles umsonst gemacht und da hat uns Leitkegel die Einnahmen gespendet. Fett. Und darum sind Leitkegel total großartig und der
Song Stock ins Feuer passt gerade zu der allgemeinen Situation, wenn du im Rewe oder im Markant oder im Edeka einkaufen gehen möchtest. Das passt ganz gut. Und danach würde ich gerne Spanish Love Songs hören mit Joanna in Five Acts. Alleine nur, weil Spanish Love Songs für mich momentan die größte und geilste und traurigste Band der Welt ist. Habe ich noch nicht reingehört. Haben mir ganz viele gesagt, Ah, dass Spanish Love Songs das mega sein sollen. Wahnsinn. Einfach das Schmalzalbum von vorne bis hinten durchhören. Es gibt nichts Besseres momentan. Also für mich zumindest nicht. Okay, dann kommt von mir als nächstes Öl. Ich weiß nicht, ob die was sagen. Nee. Mit Neue Wildnis. Okay. Deutschsprachige Band. Mit dem wunderschönen Text: Wer jetzt allein ist, wird es für immer sein. Habe ich, Oh. hab ich jetzt, fand ich jetzt auch sehr passend. Ja, das ist wirklich passend. Hast du noch einen? Ja, ich hätte noch zwei. Ich hätte einmal für alle Menschen, die jetzt gerade zu Hause sitzen, Balkon gegenüber von Kettgar. Kannst Großartiger du immer Song. machen, ne? Kann man immer Passt machen, finde ich. perfekt, fast perfekt. Ja, mega. Machst du mit beim Klatschen und beim Musikmachen draußen vor der Tür Also oder musst ich find das Klatschen, ich fand das Klatschen ja erst ganz süß und mittlerweile finde ich es schwachsinnig, weil, wie gesagt, die brauchen kein Geklatsche, die brauchen 4.000 Euro brutto. Ne? Wissen wir ja. Ganz Also. Deutschland wird eigentlich von den Menschen am Leben und am Laufen gehalten, die am wenigsten Kohle verdienen Ja, von natürlich. allen. Ob es jetzt die Frau im Edeka ist oder die Frau, die, weiß ich nicht, Die die Pflegerin, die OP-Schwester, die Krankenschwester. Pflegerin, die Krankenschwester, vollkommen egal. So, und darum ist dieses Klatschen ist ganz süß und wir haben auch beim ersten Mal mitgemacht, aber ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen Gedanken drüber macht, ist dieses Klatschen einfach nicht cool. Das Musikmacht-Ding finde ich schon wieder besser. Okay, leider wohne ich direkt an der Stresemannstraße. Wenn ich klatsche, dann ist es so, als wenn man in ein Industriegebiet klatscht. Also. Ich wohne halt in Barmbek. Also wenn ich hier klatsche, denken die Leute, du hast was an der Klatsche. Weißt du, das ist so das Ding. Das kennen die halt nicht. Ja, so ungefähr. Anzeige ist raus! Anzeige ist raus, du! Pass mal auf! In der Hausordnung steht nicht klatschen ab 21 Uhr. So, das ist halt auch wieder ein bisschen blöd. Aber ich glaube, irgendwann schnallen die das. So, wenn immer mehr Leute auf ihrem Balkon zusammensitzen, auch so Musik hören und so, dann wird das, glaube ich, ganz entspannt. Dann hätte ich noch einen, und zwar auf dem letzten Konzert, auf dem ich jetzt gewesen bin, was fantastisch war, im Turmzimmer, übel und gefährlich, bei Aetna. Und Ja. zwar, ich hätte gerne Aetna mit Come to Me. Ja, Unglaublich siehst du. schönes letztes Konzert gewesen fürs letzte Konzert, was ich gesehen habe. Ja, Erstmal. mein letztes Konzert sage ich dann lieber nicht, aber das ist dann, da werde ich noch Jahre von zehren. Also das war halt, wie gesagt, dieses Boss-Bitch-Konzert war mein letztes Konzert. Das waren einfach Wie eine heißt die? Katja halbnackte Frau. Krasnitsch? Oder wie heißt die? Katja Krasavice. Katja Krasavice. Ja. Halb Porno, halb YouTube-Phänomen. Ja, So ein bisschen wie genau. bei Also. Spaceballs. Halb Mensch, halb Köter. Ein Ja, Möter. Möter, genau. Ja, so ungefähr. Das war mein letztes Der Konzert. Möter der Das. YouTube-Szene. Der Mütter der YouTube-Szene. Ja, das war ja alles für unser erstes Mal und dafür, dass ich eigentlich überhaupt Ey, du gar hast doch nicht noch gerne einen. Du hast mir noch spreche. Milliarden geschickt. Und zwar Ach so, von. stimmt, Milliarden. Matze Rossi. Lass uns einfach von Matze Rossi Milliarden nehmen. Einfach, weil das so ein Song ist, der die Leute enger zum enger zusammenrücken zwingen soll. Und So. an alle Mucker, der Matze Rossi freut sich immer ganz besonders, wenn sich andere Mucker seine Songs nehmen und die Oh covern. ja. Und Milliarden ist ein wunderbarer Song. Und wenn man, wie heißt denn das nochmal, wenn alle Leute eine Challenge, ne? Oder wie heißt Ja, das? Wenn man Challenge, ja. so eine Challenge, das wäre eine geile Challenge. Challenge Matze Rossi, und zwar Milliarden zu covern. Jeder in seiner eigenen Version, weil es ein so guter Song ist und Ja, gerade das so gut in stimmt. diese Zeit hineinpasst. Und den da mal als Hardcore-Song. Stell das mal vor, schön mit Geknüppel. Boah. Das Von wäre ganz Leitkegel. geil. Schön von Ja, auch Leitkegel. von Leitkegel. Also, ne, wir sollten Sag Leitkegel mal Leitkegel mal Bescheid, die besprechen. sollen mal Matze Rossis Milliarden covern. Und zu guter Letzt noch was Ruhiges von mir. John Hopkins, auch ausgefallen, war in der Leihhalle, weil die müssen Oh natürlich auch ja. genauso wie wir ihren Laden halt dicht machen. Ja. Und John Hopkins ausgefallen mit Scene Suspended. Und damit wäre es das erstmal für unsere Playlist. Wir Genau. schauen, dass wir so kontinuierlich wie möglich, so regelmäßig wie möglich an den Start gehen und sorgen dafür, dass wir aus der Hamburger Musikszene ein paar Gäste haben. Genau. Wenn ihr wollt, könnt ihr
spenden. Und zwar werden wir wahrscheinlich einen Post machen über die Astra-Stube, über die Astra-Stube-Seite. Ja, das machen wir, genau. Und dann darunter steht dann wahrscheinlich einfach Spenden für Astra-Stube oder Spenden fürs Glukominat. Genau. Und beim nächsten Mal sind wir dann auch viel strukturierter und noch witziger vor allen Dingen, weil Hauke und ich halten uns jetzt beide gerade zurück. Also eigentlich sind Hauke und ich, das ist ein Feuerwerk an Lustigkeit und Witzigkeit. Nur wir wollen euch im ersten Podcast nicht halt sofort alles geben. Alles geben. Ne? Also wir bauen das so ein bisschen auf und das wird dann, ich bin eigentlich noch witziger, wenn ich rauche, aber ich kann nicht rauchen, weil ich sitze ja hier in meinem Schlafzimmer. Also so, ich möchte aber auf jeden Fall, dass du definitiv, ich habe das jetzt mal aufgenommen, wir machen es über Zoom. Ja. Und damit wir das auf YouTube auch rausbringen können und nicht nur über Spotify, ich möchte auf jeden Fall, dass ihr, wenn das so klappt, dass wir das so digital aufnehmen können, dass ihr auf jeden Fall ein schöneres Zimmer irgendwie, also dass ihr irgendwas. Ja, das machen wir schon. Diese weiße Wand da, diese Raufasertapete, ja. Die langweilige. Man sieht da noch nicht mal das Herrenmagazin-Poster, was du da oben hängen hast. Nee, das ist kein Herrenmagazin-Poster, das ist ein Siebdruck. Was ist das denn nochmal? Ich weiß es gar nicht. Band of Horses. Band of Horses ist es, genau. Ja, nee, das machen wir nächstes Mal schöner. Vielleicht gehe ich auch einfach auf den Balkon. Da kann ich rauchen. Das ist auch gut. Super. Ne? Da habe ich die Lichterkette und so. Beim nächsten Mal wird alles anders. Beim nächsten Mal wird alles besser. Schön. Gebt uns ein bisschen Zeit. Und wir machen euch den unterhaltsamsten Podcast, den ihr in Hamburg hören könnt. Ja, so nämlich. So wird es nämlich gemacht. Habt's euch wohl und einen schönen guten Abend wünsche ich euch allen. Macht's gut. Bleibt dran. Macht euren eigenen Club zu Hause. Spendet gute Energie. Bis dann. Bis dann.